das Schlachtfeld bei Verdun. Inbegriff für die menschenverachtende Kriegsführung im Ersten Weltkrieg. Im Frühjahr 1916 beginnt die deutsche Offensive bei Verdun, einer Festungsstadt an der Maas. Für die Franzosen geht es hier um alles. Fällt die Bastion, ist der Weg nach Paris für die Deutschen frei. Der Einsatz neuer Waffen führt zu massenhaftem Sterben. Maschinengewehre, Flammenwerfer, Giftgase zeigen ihre grausame Wirkung. Ständig werden neue Truppen an die Front geworfen. Das stundenlange Trommelfeuer der Artillerie zermürbt sie. Der technische Fortschritt zeigt sich im Krieg von seiner zerstörerischen Seite. Man spricht von Materialschlachten. Der Gegner ist überall. Seine todbringende Munition regnet vom Himmel. Die modernen Waffen machen aus den einst ehrenvollen Kämpfen ein sinnloses Massensterben, schreibt der französische Kompanieführer Jacques Delvert in sein Tagebuch. Die Front besteht nicht nur aus einem System von Schützengräben. Bis weit ins Hinterland reichen die Einrichtungen zur Versorgung. Feldküchen, Fuhrparks, Munitionsdepots, Waffenarsenale und Lazarette. Die durchschnittliche Lebenserwartung eines Soldaten bei Verdun beträgt nur 14 Tage. Fast 700.000 Männer werden in der Schlacht verletzt, verstümmelt, traumatisiert und getötet. Heute gilt Verdun als Symbol für die Sinnlosigkeit des Krieges. Im Beinhaus ruhen die Gebeine von mehr als 300.000 Soldaten. Der Münchner Jurist Karl Rosner schrieb in sein Kriegstagebuch: Der Krieg ist die rücksichtsloseste Despotie gegen wehrlos gemachte Massen. Heilig soll dieser Grundsatz sein: Krieg dem Krieg. Das Ergebnis der längsten Schlacht des Ersten Weltkrieges: Die Frontlinie verläuft nach 300 Tagen fast genau dort, wo das Inferno begonnen hat. Eroberung und Rückeroberung. Allein um das Vor-Wo tobte ein monatelanger Kampf. Es gilt als strategisch wichtiger Punkt im Festungsring um Verdun. Die Franzosen versuchen mit allen Mitteln, die Stellung zu halten. Nach tagelangem Trommelfeuer müssen sich die französischen Soldaten ins Innere der Bastion zurückziehen. Mit Flammenwerfern und Giftgas kämpfen sich die Deutschen Meter um Meter vor. Doch die Eroberung der Festung hat nur noch symbolische Bedeutung. Ab Juli 1916 verlagert sich das Kampfgeschehen in den Norden, an die Somme. Die Fronten bei Verdun sind erstarrt. Und dafür starben Hunderttausende. Die Gräberfelder bei Verdun sollen heute nicht nur ein Symbol der Erinnerung, sondern auch der Versöhnung sein. Bundeskanzler Helmut Kohl und Frankreichs Präsident François Mitterrand reichten sich hier 70 Jahre nach der Schlacht die Hand.
feu couvent dans une Europe instable. La course aux armements bat son plein. Les rivalités entre nations apparaissent au grand jour. La Russie est en conflit avec l'Allemagne à propos des Balkans, l'Allemagne et l'Angleterre sur le sujet des colonies. Une France qui ne s'est jamais résignée à la perte de l'Alsace et de la Lorraine. Aussitôt après Sarajevo, l'Autriche lance donc un ultimatum à la Serbie. Thank you.
Sie das Beispiel Mitterrand Kohl 1984 in Verdun. Die Sache hatte auch eine Vorgeschichte und so geht halt das Persönliche immer in das andere hinein. Und das Persönliche heißt in diesem Fall, dass wir oft uns über unsere Familiengeschichte unterhalten haben. Und mein Vater war im Ersten Krieg Soldat. Und war fast ein Dreivierteljahr in Verdun im Einsatz. Und hat bis in hohem Alter, war fast 89, mindestens alle paar Monate nachts noch sein Traumata verarbeitet, dass er gestürmt, kommandiert hat als Kompaniechef, Zugführer in Verdun. Meine Mutter hat da immer ihre Bemerkungen drüber gemacht. Weil das hat ihn nie losgelassen, ein Leben lang. Und da haben wir oft drüber gesprochen. Und François Mitterrand ist Anfang Juni 1940 als junger Sergeant, in Verdun wurde ja gar nicht gekämpft, auf dem Rückzug durch einen Fliegerangriff verwundet worden und ist so in Gefangenschaft geraten. Und 1984 waren plötzlich die französischen Zeitungen voll mit der Frage, holt François Helmut in die Normandie, das war die 40-Jahr-Feier für die Invasion. Und ich glaube, wir trafen uns in Rambouilly damals und er war ganz unglücklich. Und ich habe das schon vorher gehört von Mitarbeitern und daraufhin haben wir gesagt, gleich, wir brauchen da nicht drüber reden, ich gehe auf gar keinen Fall dorthin. Was soll ich als deutscher Bundeskanzler in die Normandie gehen? Das ist beispielsweise ein Platz, wo mein Bruder schwer verwundet wurde, bevor er dann endgültig gefallen ist am Ende des Krieges. Und das ist kein Platz für einen deutschen Bundeskanzler, da sind die Sieger gefragt. Und da kam er im Gespräch auf das Treffen in Verdun. Und so ist es ja auch dann entstanden. Und diese Geste mit der Hand, die war nicht abgesprochen, sondern es ist in der Situation entstanden. Und ging von ihm aus, was auch richtig war, er war der Ältere. Er war in Verdun, das war sozusagen sein Platz. Und für ihn war das auch, er war eher karg. Er sprach, er sagte nicht ich, ich sagte immer Frankreich. Frankreich spielt das oder jenes. Das war für ihn eine ganz ungeheure Sache. Und er hat es ein Erlebnis, er hat es ja später in eine Plakette schlagen lassen. Das war nicht irgendein Termin für ihn.
Aber ein Gewinn für uns alle wird das, wenn wir am Ende immer wieder auf unsere Fähigkeit zum Kompromiss. Par la force de leur relation, la France et l'Allemagne ont des responsabilités particulières.